Ich glaube, das fragt man sich schon, wie man so ein Spiel verlieren kann, wenn man das ganze Spiel so angeschaut hat oder betrachtet hat. Es ist natürlich so, dass wir unglaublich viele Spielanteile hatten, viel mehr Ballbesitz. Letztendlich, muss man ganz ehrlich sagen, hat uns vielleicht die letzte Konsequenz im gegnerischen Strafraum einfach gefehlt. Wir hätten das Tor mehr erzwingen müssen. Zum Schluss hat man vielleicht auch das Gefühl gehabt, wir hätten noch ein, zwei Stunden so weiterspielen können, so wie wir agiert haben. Wir hätten das Tor nicht reingebracht. Aber dennoch müssen wir unsere Lernen aus dem Spiel ziehen, weil ich glaube, wir haben zwei wirklich grobe Fehler gemacht, indem wir zweimal in Konter gelaufen sind, defensiv nicht ganz so gut gedacht haben und agiert haben in den Momenten. Und Everton hat das natürlich klasse ausgenutzt. Ja, ich denke, sie waren unglaublich effizient. Viel mehr Torschüsse als Tore hatten sie auch nicht gehabt. Das ist natürlich umso bitterer, ja, weil ich glaube, dass wir eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht haben. Dennoch sind wir vielleicht in gewissen Situationen noch etwas zu grün, etwas zu ungeduldig. Es ist natürlich bitter, jetzt da die passenden Worte zu finden, weil wir unglaublich enttäuscht sind. Wir wollten heute in die K.O.-Runde einziehen, das haben wir leider nicht geschafft. Und ja, mit der Enttäuschung müssen wir jetzt leben. Und ab morgen geht es dann mit Blick Richtung gegen Gladbach. Ja, das ist das Finale. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir alles selber in der Hand haben. Ja? Wenn man die Tabelle betrachtet, wir sind auf dem zweiten Platz. Von daher wollen wir nach Lille fallen und auch in der Europa League, glaube ich, einen guten Abschluss in diesem Jahr und eben in die nächste Runde einziehen und dort einen Sieg einfahren.